Ja, hallo, liebe Autoflu.at-Fans, hier nochmal von der IAA, diesmal vom Seat-Stand. Und ich habe jetzt bereit den Wolfgang Wurm, den Österreich-Geschäftsführer von Seat. Und ja, wir schauen uns jetzt gleich den Seat Arona an, den neuen, der auf der Ibiza-Plattform basiert und etwas höher liegt. Und wir hoffen, dass uns der Herr Wurm etwas dazu erzählen kann. Also schauen wir mal. Hallo, Herr Wurm. Hallo. Raphael, hallo. Ja, wir können eh bei du sein. Ja, sowieso, sehr unbedingt. Wir sind ja bei Seat. Genau. Ja, was kannst du uns zum Arona erzählen? Was gibt's Neues? Ja. Das hat ja passiert am Ibiza und liegt ein bisschen höher. Ja, also das Auto ist das erste Auto im Konzern, das auf der Größe ein SUV baut. Ja. Ist auch wieder ein Beweis ein bisschen für Seat, dass wir voranschreiten können. Es ist auch das Segment, das eigentlich in Österreich und in Europa am stärksten steigt. Also die Leute liegen derzeit höher, sitzen SUV, ja. Gedanken zu fahren. Ja. Und das Auto ist sehr, sehr stark zu individualisieren. Man sieht, Farbkombinationen kann man bis zu 80 aussuchen zwischen Dach und Außenlackierung. Das Auto hat recht kompakte Ausmaße. Es ist natürlich ein City-SUV, so nennen wir ihn auch. Das heißt, sein Jagdgebiet ist nicht unbedingt die Hochalpen, sondern eher die Innenstadt von Wien. Ja. Aber man hat sehr viel Platz innen. Er ist 4,14 Meter lang, hat genügend Breite und er erfüllt uns natürlich exakt an die Lücke, die unterhalb des Ateca ist. Es ist eigentlich der kleine Bruder des Ateca, der ja sehr, sehr gut in Österreich sich verkaufen lässt. Und wann kommt er und was wird er kosten? Ja, wir beginnen bei 16,99 mit dem Auto. Es gibt natürlich den Porsche Bank, wo wir es dann haben wir 15,99. Ja. Wir haben aber eine Ausstattungspolitik, wo wir sagen, das Auto muss alles drinnen haben. Also nicht lang suchen. Um diesen Preis hat man bereits Alu-Räder drinnen. Um diesen Preis hat man aber auch Klimaanlage und die ganzen kleinen Features, die wir haben. Ja. Er ist natürlich auf einer neuen Bodengruppe, lässt natürlich viele Kombinationen zu, lässt auch ein ACC zu, also dieses Abstandsradar. Ja. All das kann man haben. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut für so ein Auto. Und damit ist er natürlich auch im Volumen beheimatet. Und wir denken, dass wir nächstes Jahr ganz viele verkaufen können. Starten tun wir übrigens am Ende des Monats, Ende Oktober, ist die Markteinführung. Also zu Halloween kommt dann rechtzeitig der Artikel ausgeliefert werden, die meisten dann nächstes Jahr. Okay, super. Was habt ihr noch am Stand? Gibt es noch was wir uns anschauen können? Naja, die Speerspitze von Seat heißt immer Cupra. Ja. Und wir haben ganz was Besonderes diesmal hier. Das ist der Cupra R. Ja. 310 PS in einer speziellen Ausstattung. Schauen wir rüber. Ja, gerne. Ja. Nehm uns einfach mit quasi, die Zuschauer. Ja, schauen wir rüber. Wir gehen jetzt da bei den Artikeln. Ja. Dein Leon vorbei, das ist der normale Cupra. Das ist der normale Cupra, ja. Hier steht mit 300 PS und hier haben wir einen ganz besonderen. Der Cupra R, das ist dann nur mehr Stufe drüber. Ja. Das Auto hat 310 PS. Ja. Man sieht schon natürlich diese bronzefarbenen Applikationen, innen dann auch mit einer Ausstattung, die man sonst nicht kaufen kann, für die sportlichen Gene der Marke ganz besonders hervorheben. Und dann geht weiterhin, oder? Also ja, der hat einen Untertritt mit Automatik und mit Allradantritt, da hat er dann 300 PS. Also gibt es den als Kombi quasi auch, oder? Den gibt es als Kombi auch, den kann man auch kaufen. Ist eine limitierte Stückzahl, muss ich dazu sagen. Ja. Die meisten sind schon verkauft, in ganz Europa werden 799 Autos nur aufgelegt und die sind eigentlich schon weg. Beim Händler kann man vielleicht noch einen ergattern, aber es ist halt auch schon ein Sammlerstück. Wie viel kommen dann nach Österreich? Oder wie viel ja, leider haben wir nur 10 bekommen. 10 Stück? 10 Stück, okay. Also Deutschland, Schweiz hat da ganz besonders kräftig zugegriffen. Ja, das glaube ich, ja, die Schweiz vor allem. Ja. Okay, super. Gibt's noch was wir uns anschauen könnten, worüber du uns erzählen könntest? Wenn wir beim Sportlichen sind, wir haben ja jetzt gerade da den Ateca vorhin gesagt, da gibt es jetzt eine FR-Version. Ja. Das ist der rote, wenn wir kurz rüber gehen. Ja, gern. Dann sieht man schon das Auto. Seat definiert dann den SUV nicht nur aus diesem Geländegedanken heraus oder aus nur Höhe sitzen, sondern es müssen dann immer die Gene vom Seat drinnen sein. Und Sie sehen hier, dieses Auto haben wir jetzt gerade die Markteinführung. Ja. Hier sind natürlich viele Anbauteile mitlackiert, Sportsitze innen und auch hier ist die FR-Version da und daneben ist auch dann nur der neue Ibiza, der natürlich für Seat immer ganz was Besonderes darstellt, auch hier in der FR-Version. Ich glaube, da sieht man, dass die Marke sich recht harmonisch entwickelt. Gut gelungen, würde ich mal sagen. Also sind schon sehr fest die Fahrzeuge alle, ja. Auch mit den LED-Scheinwerfern natürlich. Ein
Ja, das ist mittlerweile das Gesicht. Unsere Augen sind schon charakteristisch für Seat. Alles klar, super. Ja, ich bedanke mich für den Besuch. Wolfgang, ja, wir waren ja auf alle Fälle. Danke, dass du gekommen bist. Ich schaue ein bisschen weiter noch. Ja. Ich schaue noch genau um die Autos. Okay. Und wir hören uns auf jeden Fall. Ja, viel Spaß bei Seat. Danke, tschüss.